Hallo und herzlich willkommen beim Crafty Fisherman. Mein Name ist Benjamin Gründer und diesmal möchte ich euch gerne mitnehmen zu meiner ersten Schwedenreise. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Mach mal die Hütte aus. Wir haben den ersten Fisch in Schweden. Gleich ein schöner. Geiler Fisch. Geiler Fisch.
So, ich habe seit Jahren nicht mehr gemacht und der hängt relativ knapp. Das ist ja schon mal ein Hecht. Gleich ein Mede. Oh. So Jungs, da ist er nochmal in voller Pracht. Wie gesagt, 1,14 Meter. Unser erster Schwedenhecht. Wahnsinn. Super geil. Danke dir. Der darf zurück. Langer Angeltag geht zu Ende. Einer steht uns noch bevor. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir hier so ein bisschen den Dreh raus. Jetzt wissen wir, wie es läuft. Und ich möchte einfach mal die Minute nutzen, um euch einen kleinen Tipp zu geben für all diejenigen da draußen, die selber mal starten wollen und nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt. So ähnlich ging es uns auch. Wir sind mit einer kleinen Info von einem guten Freund von mir hierher gekommen. Der hatte mir gesagt, die waren nur schleppen, ganz einfach mit Bobblern und so weiter. Darauf haben wir uns eingerichtet, haben das natürlich auch gleich probiert im ersten Tag. Hat gleich mit den Lucky Punch angefangen. Dann ist es aber relativ schnell abgeflaut. Wir haben Stunde um Stunde beim Schleppen dann verbracht. Hat aber im Endeffekt dann außer wirklich ja so ein Grashecht nicht mehr viel mehr gebracht. Und dann haben wir angefangen, Gummifische zu verwenden und auch ein paar Etagen tiefer zu angeln. Relativ schnell war auffällig, dass wir mit Wobblern wenig Bisse bekommen, fast überhaupt keine mehr. Wir haben es dann immer so gemacht, wir haben eine Rute Gummifisch, eine Rute mit Wobblern in verschiedenen Tiefen mit verschiedenen Bleiköpfen. Dann hat sich auch schnell rauskristallisiert, Köpfe bis 50 Gramm waren nicht so gut wie Köpfe mit 80 Gramm oder jetzt sogar teilweise 100 Gramm. Das Wetter hat sich jetzt geändert. Wir haben angefangen bei strahlendem Sonnenschein hier. Früh war immer tolle Stimmung mit dem Nebel auf dem Wasser. Und jetzt ist hier in Schweden Anfang September richtig der Herbst da. Das Wasser kühlt jetzt schnell ab. Wir haben aktuell noch knapp 16 Grad. Und jetzt sind die Fische aber richtig mobil. Und wir wissen jetzt auch, wo wir sie suchen müssen und wo wir sie finden. Das erste Problem, was wir gemacht haben bei diesen Schleppen, ist, wir sind einfach nur gefahren, ohne ja, einen großen Plan zu haben, haben uns da an den Uferkanten orientiert, dann einfach mal so über das Gewässer, war aber schlussendlich kontraproduktiv. Wir haben es jetzt wieder so gemacht, wie ich das beim Wallerfischen auch gerne mache, ich nehme mir ein gewisses Gebiet vor, haben uns das intensiv angeguckt, da haben sich insgesamt drei Ecken rauskristallisiert, die von, nicht nur von der Struktur her sehr interessant waren. Dort haben wir auch unsere meisten Bisse bekommen. Und dann haben wir es so gemacht, wir haben bei jeder Fahrt im Prinzip irgendwas geändert. Bleiköpfe, die Farben, die Distanz vom Board
zum Gummifisch. Das haben wir auch variiert. Da ist uns dann aufgefallen, dass wir mit 16 Meter besser fangen wie mit 10 Meter. Auch so ein kleiner Tipp, den ich jedem geben kann, nicht irgendwie festlegen. Wir haben jetzt zum Schluss mit 100 Gramm Köpfen gefischt. Und ja, die sind alle riegellos zerballert, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und dann war nicht nur auffällig die schweren Bleiköpfe, sondern auch diese Farben. Alles, was ein bisschen grell ist, war für uns eindeutig besser jetzt in dieser Phase wie gedeckte Töne. Wir haben auch immer Blau draußen gehabt, auch Weißfischimitate. Ja, und die waren eindeutig schlechter für uns. Das ist halt so, es gibt immer wieder Phasen, wo das so ist. Für uns jetzt definitiv mit der Bringer war der hier in Rot. Und dann kam noch eine kleine Besonderheit auch für uns dazu. Wir hatten die Gummifische dann so ausgerüstet, Schickhaken mit dem Zusatzdrilling, den Angstdrilling. Und wir haben extrem viele Fehlbisse in Kauf genommen. Also wirklich, das war nicht mehr lustig. Und dann haben wir angefangen, hier noch ein Kopfdrilling mit reinzumachen. Das hat uns dann noch den ein oder anderen Fisch, ja, zum Glück auch dann noch ins Boot gebracht. Das war wichtig. Und wenn ihr dann unterwegs seid und wie gesagt, ihr wisst nicht, was auf euch zukommt, nehmt Bleiköpfe mit bis 100 Gramm. Nehmt auf jeden Fall auch von den Gummifischen. Wir waren da leider immer nur mit einer, ja, mit einem Gummifisch von der jeweiligen Farbe ausgerüstet und es lief nun mal eine Farbe besser wie die andere und dann hat man keinen Ersatz mehr. Deswegen auch mein Tipp dazu, nehmt euch lieber dann immer 3-4 Stück von einer Sorte mit. Da seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite, falls eine besser läuft wie die andere, das nachlegen zu können. Und wie gesagt, variiert so schnell wie es geht alles durch. Legt euch auf einen Gewässerabschnitt fest, so haben wir es jetzt gemacht. Sind dann immer wieder diese Strukturen abgefahren, immer in einem verschiedenen Winkel, verschiedene Geschwindigkeiten. Angefangen immer mit 3 km/h, 4 km/h und 5 km/h. Und das hat uns jetzt ja die Wende gebracht. Das hat richtig geknallt hier, wirklich 4-5 Aktionen dann innerhalb von einer Stunde. Super, wirklich super geile Fische hier rausgehauen. Genau dafür sind wir hergekommen. Das haben wir uns erwartet und unsere Erwartungen wurden bei Weiden übertroffen. Jetzt noch 2 Sätze zum Gerät, was wir jetzt verwendet haben. Ist so, ich habe einmal die Quantum Smoke dabei in 105 Gramm Wurfgewicht und die Stationärrolle, die Smoke Rolle dazu. Ganz einfach aus den Hintergedanken dabei, das ist unsere Combo gewesen zum Werfen. Das Werfen war bei uns extrem schlecht. Bitte fragt mich nicht warum, wir haben es jeden Tag auch mehrere Stunden versucht. Wir haben da Aktion bekommen. Das Chicken ging gar nicht, nur das langsame Einkorbeln vom Köder. Auch so ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann, immer mal probieren. Wir haben es bei jedem Wurf dann probiert. Einmal gechickt, einmal nur durchgekorbelt und gekorbelt war besser. Aber das Schleppen war eindeutig im Vorteil, das ist halt so. Und zum Schleppen haben wir dann uns mitgenommen, beziehungsweise habe ich das rausgesucht, mein Karpfengerät, die Radical Old School Route. Das ist die Hard River mit 3 Meter Länge und 3,5 Pfund Testkurve. Dazu habe ich die Black Cat Vertikalrolle drauf mit einer 0,25 mm geflochtenen Schnur und dazu haben wir oben drüber monophile Schnur ungefähr 10 Meter davor geschaltet, in dem Fall überall 0,50 mm Stärke. So sah unser Setup aus und die Oldschool ist dafür ja ein geiles Arbeitsgerät. Ich habe die mir jetzt mitgenommen, weil ich nicht genau wusste, wie gesagt, was uns erwartet. Und zum Schleppen habe ich mir schon gedacht, weil ich die viel zum Karpfenangeln einsetze, ist das eigentlich ein Top-Gerät. Es ist erstmal federleicht, lässt sich natürlich ganz einfach machen. Wir haben keinen Schnurtreiben mit der Multi, lassen ganz einfach die Köder raus. Das klappt zu zweit super. Einer bedient die Route und der andere steuert das Boot und hängt dann nur die Boards ein. Klappt im Teamwork einwandfrei und man hat mit dem Multirollen ganz leichtes Arbeiten und auch wirklich eine schöne, solide Bremse und wichtig ist, eine laute Bremse. Das ist auch wichtig, weil es kamen viele Bisse ja aus dem Nichts und man guckt nun mal nicht immer auf die Routen und wir hatten wirklich Fehlbisse, wo einfach nur kurz die Multi ging. Ja, und wenn dann die Rolle leise wäre, wie jetzt bei der Smoke ist das der Fall, guckt man nicht immer gerade hin
und dann hat man vielleicht einen Fehlbiss einkassiert, wo der Haken nicht mehr richtig sitzt etc. Und hier verpinkt man auf keinen Fall einen Biss, wenn da die Bremse geht. Dazu noch ein Tipp, wenn die Boards eingehangen sind, haben wir sie jetzt so rausgelassen, auch auf verschiedenen Distanzen vom Boot weg. Einmal relativ kurz, einmal ein bisschen weiter, eigentlich nur um den Aktionsradius zu erweitern. Das ist noch so ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann. Und die Bremsen haben wir dann so eingestellt, dass wir mit einer Hand noch Schnur nehmen können. Also schon mit Druck, aber auch nicht komplett zu. Gut, das waren jetzt meine paar Worte zum Gerät und zu der Taktik. Wir haben jetzt noch einen Tag Zeit, dann sind unsere 6 Tage hier in Schweden rum. Wir werden definitiv wiederkommen, dann das Frühjahrsfischen. Der Campingplatzbesitzer hat schon gesagt, das muss wohl hier die beste Phase am See sein. Da bin ich selber gespannt, das mache ich auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, der Kai begleitet mich dann wieder. Und einen Tag haben wir noch, vielleicht kommt noch was Dickes nach. Die Kamera ist auf jeden Fall dabei. Dann gute Nacht, bis morgen früh. Was für ein tolles Angelland, Schweden, absolut. Es ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Hechte zwischen 40 bis 75 cm dürfen entnommen werden. Alles, was kleiner oder größer ist, darf zurück. Und der darf natürlich auch zurück. Unseren Küchenhecht haben wir heute früh gefangen. Und jetzt versuchen wir noch, einen richtig dicken zu fangen. Aber freuen uns, dass der Weg jetzt richtig ist. Unser letzter Schwedenhecht, einige Fische gefangen, 1,14 Meter, der erste ist immer noch der größte, aber mit denen ganz knapp am Meter vorbei, sind wir super zufrieden. Das ist unser letzter Fisch, wir hören hier auf, wir kommen wieder, vielen Dank fürs Zusehen, euer Benjamin Gründer, ciao.